Zeichen. So, jetzt haben wir die Katharina bei uns. Die Katharina kommt jetzt auch zum Fantasy-Shooting. Hast du schon mal sowas gemacht? Nein, das hier ist wirklich mein allererstes Mal, überhaupt ein Shooting zu machen. Und okay. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Du hast ja schon mal so ein Thema ausgesucht, oder? Genau, ich habe das Piraten-Outfit dabei. Es ist mein erstes selbstgenähtes Outfit, auch größtenteils selbst gemacht. Cool. Und davon hätte ich einfach mal gern schöne Bilder und deswegen ein Shooting halt. Okay. Und weil mir der Bilderstil hier echt super gefällt, ja. Ich mache das hier. Cool. Und wie bist du auf die Idee gekommen, ein Piratenkostüm selber zu machen? Eigentlich ein ganz dummer Grund. Ich habe irgendwo mal diesen Hut gefunden gehabt, im Deiters, glaube ich. Okay. Und fand den Hut so toll, dass ich dachte, jetzt mache ich auch ein Outfit dazu. Das okay. ist der Hauptgrund. Machst du das auch beruflich oder machst du beruflich nee, das Ganze? Ich bin Masterbiologe, habe letztes Jahr mein Studium fertig gemacht, habe aber in der Masterarbeit festgestellt, dass ich Laborarbeit kann, aber es mir eigentlich auf Dauer keinen Spaß macht und fange jetzt im August eine Lehre als Schneider an, mal Schneider. Also machst du es dann ja dann beruflich so ein bisschen damit? Also ich würde lieber wieder kreativ sein und genau, Schneidermäßig was machen. Und freust du dich jetzt aufs Shooting? Schon, ich bin auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt. Cool, na dann legen wir mal los. Dann sehen wir, was wir für dein Outfit haben. Bin gespannt. Auf geht's. Kompass mal mehr so nach vorne. Mehr zu dir. Und tiefer. Ja, super. Geh nach oben. Und schau mal. Oh, wie süß. Ah, wie süß. So, Katharina, wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Ja? Ja. Was fandest du am besten so vom Shooting? Dass Ricky klare Anweisungen geben konnte, weil das ist das, wo ich mir immer denke, was soll ich jetzt machen und ich habe keine Ahnung und ja, das war schon super. Und was war das Schwierigste?
Hier bin ich ein bisschen so allein. Also, wenn man halt lange Zeit einfach die gleiche Pose hat, komme ich mir immer ein bisschen merkwürdig vor, weil ich mir denke, soll ich jetzt wirklich so die ganze Zeit, soll ich wirklich so die ganze Zeit bleiben oder soll ich vielleicht auch mal etwas anderes machen? Aber ich selber bin halt einfach nicht intuitiv genug, was Neues selber zu posen, weil ich mir immer denke, das schaut jetzt blöd aus. Mhm. Und von daher waren ihre Anweisungen super. Okay. Und welche Pose fandst du am besten? Weil jetzt von den Bildern, die ich gesehen habe, fand ich die mit dem Kompass super schön. Ah, wo du den so in der Hand hattest. Genau, und mit Whisky davor. Wo er so geguckt hat. Genau, Kompass und Karte. Okay. Wobei die mit der Laterne waren auch toll. Eigentlich sind alle Bilder toll geworden, oder fast alle. Und die Laterne finde ich halt cool, wenn da so Licht reingemacht wird, dass genau. Die dann bestimmt auch mal richtig heftig ist. Ich freue mich auf die Bilder. Ich habe auch ganz schwer zu halt entscheiden, welche zwei man dann halt fertig gemacht werden. Da bin ich auch mal gespannt, welche du auswählst. Ja, werde ich lange überlegen müssen. Nett, super, dann schön, dass du da warst. Und dann sind wir mal gespannt auf die Bilder.